Ja, willkommen und herzlichen guten Tag, liebe Leute der guten Unterhaltung. Ja, wir sind hier im Sumpf, im Giftsumpf gelandet, angekommen, wo ihr mit spuckenden Schnecken. Spuckespuckende Schnecken, gut gesagt. Und irgendwelchen, ach, das Schneckenrennen. Und irgendwelchen Waldbewohnern, die uns nicht sehr willkommen sind. Wie auch sonst eigentlich alles in Dark Souls. Ich glaube, erschreckender wäre es mittlerweile, wenn ihr plötzlich irgendein sehr gefährlich aussehendes Monster hätten, was uns allerdings fröhlich anschaut und uns Geschenke macht. Ich glaube, das wäre der krasseste Jumpscare. Hey, wegrollen. Toll. So, komm her, du. Okay. Ich trinke mal einen Schluck. Aha. Aha, Frostschaden. Oh, der lebt ja noch. Frostschaden. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja schon mal die Flamme ausmachen, oder? Oder kommt da irgendwas? Ich weiß nicht, soll ich? Nein, 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 nein. Erstmal hole ich die Seelen wieder, bevor irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Ja, das mache ich so. Ah. So, der Typ hier war da. Da! Was? Hä? Was? 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 LOL. Kann ich überhaupt was gegen seinen Sprung machen? Parieren? Nee, parieren will ich nicht. Parieren ist mir so riskant. Hä? Okay, Moment. Vielleicht bringt ja doch die Maske was. Überraschenderweise. So als überraschender Nebeneffekt. Baut es sich langsam mal auf? Nein, baut es sich nicht. Okay, das Ding ist echt krass. Und sehr überraschend. Hey. Oh Mann. Der lebt ja noch. Ja. Juhu. Ah. Hä? Was? Wie? Ach komm. Mann, ey. Flimmelingeling.
Kling, Glöckchen, Klingelinge. Okay, das reicht. Genug mit den Scherzen. Damn. Was ist das für ein Vieh? Lass mich raten, ich sterbe jetzt schon wieder, oder? Okay, einfach die Ruhe selbst sein und man besiegt jeden Gegner. Schwerer Edelstein. Dankeschön. Was macht der? Ach, falsches Menü. Was macht der nochmal? Ach hey, das war Material. Nein, hier. Durch Wirkung schwere Waffe herzustellen. Gut, okay. Da ist noch irgendein Vieh. Da sind Viecher im Wasser. Wenn ich den nicht schärfe. Okay. Oh, heißen die also ja? Okay. Keine Titanitscherbe. Hallo. Da ist noch ein Flügelchen. Es sitzt niemand im Baum? Nein, okay. Lila Moosklumpen. Moosklumpen, hey. Den habe ich doch letzte Folge erwähnt. Falsches Menü, hier. Erinnert Giftansammlung, heilt Vergiftungen. Das Ding sollte ich jetzt eigentlich nutzen, aber ich weiß nicht, wie schnell ich wieder sterbe. Das sind drei Gegner. Mit Speeren vor allem. Moment. So, kommt her. Komm her, komm her. Nur einer, bitte. Danke. Oh. Hier liegt. Was hast du eigentlich im Kopf? Haare oder? Oh, das ist sogar ein Gesicht. Ach, seid ihr Ziegen oder so? Oder Böcke? Entschuldigung, das bemerke ich jetzt erst. Geht's hier hinten irgendwie weiter? Das sieht so geheim aus. Nein. Na gut. Ah ja. Ey, kein Teamplay bitte. Alles klar, ich glaube den Mooskumpen werde ich schneller brauchen als gedacht. Hey, da geht er schon wieder zurück. Ja, schieb ihn weg, schieb ihn weg. Ey. Ja, komm her, du. Nein. Nur komm, kommst du. Kommst du? Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Kommst du her? Oh, das wollte ich nicht. Ja, das wollte ich, Rufmesser. Okay. Habe ich den anderen angelockt? Warum wechsle ich immer hier? So, komm her. Komm her, sonst schmeiß ich eine Bombe.
Ich vermute mal, die Viecher sind immun gegen Gift. Na, kommst du? Muss ich hier echt irgendwie jetzt einen auf Fernkampf? Komm schon, Zeitspiel, hallo. Ach, Mann, ey. Aha. Jetzt kommt der. Das war überraschenderweise ganz gut. Ach, du kannst jetzt auch angreifen, ja? Okay, ja, und wie? Wie siehst du denn aus? Oh, Scheiben. Okay, sollte ich lieber warten? Nein, obwohl, ich habe doch Giftresistenz angezogen. Was sollte schon passieren? Geronimo. Habe ich Geronimo überhaupt schon mal gesagt? Woher kommt das Wort Geronimo? Nun, 1000 vollen Spuschild. Oh. Okay. Tausende Experten. Oh, ein Lagerfeuer. Was ist das für ein Geräusch? Tausende Experten haben sich schon dieselbe Frage gestellt. Und hunderte von ihnen sind nur heil aus ihrer Forschungen zu. Aus ihrer Forschung zurückkommen, da nicht Klarheit bestand, woher die Wucht nun endlich herkam und blablabla. Ja, okay. So viel zur Dokumentation des Wortes Geronimo. Ein halb verrotteter provisorischer Holzschild, der von den im Wald bewohnenden Gruß erbeutet wurde. Als Schild praktisch nutzlos, aber aufgrund seines fauligen Zustands giftig und resistent gegen Gift. Oh. Oh. Oh, wie gut. Okay. Nein, wirklich, was ist das für ein Geräusch? Okay. Ein Crew. Ich sollte hier speichern. So. Ja gut, das hätten wir dann mal. Bevor ich hier neu lade, schaue ich mich hier noch mal ein bisschen um. Was sind das für Säcke, die da hängen? Warum hängen die da? Warum sind sie hier? Was ist deren Bestimmung? Okay. 13 Minuten. Ja, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.